Приветствую всех на моем канале. Сегодня я решил открыть новый плейлист для тех, кто изучает немецкий язык. Да, действительно, почему бы не немецкий? Deutsch, warum nicht? Называется мой курс «Немецкий с носителем языка». На Ютубе много каналов для изучения немецкого языка, и я сам являюсь подписчиком многих из них. Однако многие авторы не являются носителями немецкого, а имеют многие сертификаты или долго проживали в Германии. Однако лишь тот, кто родился в немецкоговорящей стране и с молоком матери впитал в себя язык Гёте и Шиллера, может служить эталоном немецкого. Для озвучивания своих видео я буду приглашать именно носителей немецкого языка, и ни у кого не будет сомнения в правильности и чистоте произношения. А именно чистоте и правильности немецкого произношения я буду уделять особое внимание. Это видео озвучивает немецкий диктор Дирк Нолте. Называется это видео «Ich glaube, wir haben denselben Weg». Мне кажется, нам с вами по пути. Ну что ж, давайте будем слушать немецкую речь, слушаться в мелодию немецкого языка. Итак, поехали. Ich glaube, wir haben denselben Weg. Verzeihung, wie komme ich am schnellsten zu Fuß zum Alexanderplatz? Das ist weit von hier. Nicht weit von hier, ganz in der Nähe. Gehen Sie immer an der Straßenbahn lang. Verzeihen Sie, wie komme ich nach Lichtenberg? Fahren Sie geradeaus, an der Kreuzung rechts abbiegen. Verzeihen Sie bitte, können Sie mir sagen, wie ich zur Leipziger Straße komme? Hier ist die Leipziger Straße ja schon. Entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, wo hier die Leipziger Straße ist? Die Leipziger Straße ist um die Ecke. Verzeihen Sie, wissen Sie, wo hier eine Post, ein Kino, eine Telefonzelle, eine Apotheke ist? Eine Post, eine Apotheke, eine Telefonzelle ist gleich um die Ecke. Entschuldigen Sie, ist hier in der Nähe eine Post, ein Kino, eine Telefonzelle, eine Apotheke? Gehen Sie die Straße entlang. Bleiben Sie immer auf dieser Seite. Das Geschäft, das Sie suchen, ist zwei Ecken weiter, gegenüber der Post. Entschuldigen Sie, ist es noch weit zum Ostbahnhof? Gehen Sie diese Straße lang, dann die zweite Querstraße rechts und dort die erste links. Da ist der Ostbahnhof. Verzeihen Sie, gehe ich hier richtig zum Alexanderplatz? Ja, gehen Sie immer geradeaus. Sagen Sie mir bitte, wie weit ist es bis unter den Linden? Muss ich fahren oder kann ich laufen? Gehen Sie immer geradeaus, bis Sie zu einem Platz kommen. Gehen Sie über den Platz, dann fragen Sie wieder. Entschuldigen Sie, fährt von hier ein Bus oder eine Straßenbahn zur Leipziger Straße? Ja, Sie können den Bus Nummer 5 nehmen. Verzeihung, wissen Sie in dieser Gegend Bescheid? Sagen Sie bitte, was ist das für ein Gebäude dort? Ich bin selbst hier fremd. Leider weiß ich es nicht. Fragen Sie besser den Polizisten. Verzeihung, wie komme ich zum Rathaus? Es ist weit zu laufen. Sie brauchen dorthin mehr als eine Stunde. Nehmen Sie lieber die U-Bahn. Entschuldigen Sie, sagen Sie bitte, wohin führt diese Straße? Diese Straße geht zum Hauptbahnhof. Entschuldigen Sie, gehe ich hier richtig zum Polytechnischen Museum? Sie sind hier falsch. Gehen Sie diese Straße entlang. Die erste Querstraße ist die Friedrichstraße. Dort nehmen Sie lieber den Bus. Ist es weit zu laufen? Ungefähr 20 Minuten. Das geht, ich laufe lieber. Soll ich auf der Friedrichstraße nach rechts oder nach links gehen? Nach links.
Gehen Sie die Friedrichstraße hoch bis zur Brücke, dann über die Brücke und am Bahnhof Friedrichstraße vorbei. Wie weit ist es vom Bahnhof Friedrichstraße bis zum Polytechnischen Museum? Höchstens 5 Minuten. Dort halten Sie sich rechts. Das große Haus auf der linken Seite, nicht weit vom Brandenburger Tor, ist das Polytechnische Museum. Danke, gerne. Entschuldigen Sie, wie komme ich zur Albrechtstraße? Da drüben ist sie ja schon. Wo wollen Sie denn hin? Ins Deutsche Theater. Das Deutsche Theater ist 2 Ecken weiter. Gehen Sie auch dahin? Nein, leider nicht. Aber ich gehe noch ein Stück mit. Gehen wir hier runter. Wir kürzen ein Stück ab. Ну вот, мы и прослушали, как вы уже догадались, вначале были просто предложения, вопросы с ответами относительно, как пройти на немецком языке. Потом шли 2 диалога. Ну что ж, я думаю, что после того, как мы с вами выучим и прослушаем несколько раз эти предложения, мое и ваше немецкое произношение будет намного лучше. Итак, давайте будем смотреть это видео еще раз. Если кому-то понравилось, ставить лайки. Будем ждать продолжения моего курса «Немецкий с носителем языка». Ну все, я прощаюсь с вами до следующего видео. Спасибо всем за просмотр!